Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Ausblick auf den heutigen Tag. Es ist der 16.07. und der Dow Jones in den USA bildet in dieser Woche eine Outperformance gegenüber dem DAX aus. Hier zu sehen der US-30 Cash CFD, eine Kerze, ein Tag, bullische Auffächerung, Doppelboden im Bereich der 34.100 ungefähr. Und jetzt gestern ein Abschiedskurs, ein punktgenaues Bestätigen der Auffächerung der Fibo-Marke, der 61er Fibonacci-Extensionsmarke 34.723. Und man sieht, dass der DAX diese Entwicklung nicht nachbilden kann. Hier der Blick auf den Tageskerzenchart vom Germany 30 Cash CFD. Jene, die am Allzeithoch, am neuen Rekordhoch eingestiegen sind mit der Hoffnung einer sofortigen Trendfortsetzung, die wurden zum Teil gestern aus dem Markt geschüttelt. Sollte der Dow Jones auf ein neues Rekordhoch gehen und jetzt Dynamik entfalten, auf der Oberseite könnten jene, die ausgestoppt wurden, gezwungen sein, ihre Positionen in steigende Kurse hinein wieder neu aufzubauen. Grundsätzlich könnte die Marke von 15.542, die dort liegende Ausbruchsmarke, als Unterstützung bestätigt werden. Auch da fehlt ein sauberer Test, ein Abschiedskurs, wenn man so möchte, dieser Marke. Das gilt es im heutigen Tage beim Schwäche aus der Wall Street von New York kommend dann zu beobachten, ob wir diese Marke testen und wie wir sie testen. Ganz wichtig. Das Thema Inflation hat seinen Schrecken an den Märkten verloren. Gut abzulesen ist dies an der Entwicklung vom Bund Future, von den 10-jährigen deutschen Staatsanleihen. Hier zu sehen der Eurobund Cash CFD bei CMC Markets, der eben die Anleihekurse widerspiegelt, der fächert sich nach oben auf, erreicht das höchste Niveau seit Ende März, also ein 3,5-Monats-Hoch. Umgekehrt dazu erreichen die 10-jährigen Renditen ein 3,5-Monats-Tief. Wenn die Zinsen sinken, dann heißt es, der Anleihemarkt hat keine Furcht mehr vor dem Inflationsgespenst. Man hat dem Inflationsgespenst also quasi so einen Hut aufgesetzt. Hey, du bist nur temporär da, du hast nur eine Zeitkarte hier auf dem Parkett. Bald schicken wir dich nach Hause. Ganz konkret heißt das in der neuesten Umfrage von der Bank of America, Merrill Lynch, gehen mittlerweile 70% der weltweiten Investoren und Fondsmanager davon aus, dass die Inflation vorübergehend ist. In der letzten Umfrage waren 26% nur davon ausgegangen, dass das der Fall sein würde. Und das neue Problem oder neue größte Risiko, das Fondsmanager weltweit, die in dieser Umfrage befragt wurden, dies viel beachtet, das neue größte Risiko ist, dass das Wachstum einen Zenit erreicht haben könnte. Und mit Wachstum wird sowohl das Gewinnwachstum der Unternehmen als auch die Dynamik des Wachstums der konjunkturellen Erholung bezeichnet. Geringeres Wachstum bedeutet aber immer noch Wachstum, aber eben geringer. Und das könnte auch den geringeren Steigwinkel, wenn man so möchte, den diese Verlangsamung und Abflachung des Aufwärtstrends an den Aktienmärkten in den letzten Wochen sehr gut erklären. Der Most Crowded Trade, also den jeder macht, oder zumindest der Trade, der als solcher wahrgenommen wird, sind gegenüber der letzten Umfrage nicht mehr die Rohstoffe. Ja, kein Wunder, wir haben hier Bauholz dynamisch abwärts, von 2000 auf 600 runter. Zuvor war es von 600 auf 2000 gestiegen. Das eigentlich alles nur in einem Jahr. Und wir haben jetzt erst Mitte Juli. Also Bauholz
deutlich unter Druck. Der WTI Cash CFD könnte einen 1-2-3-Top in der Nähe der 4,23er Auffächerung aktivieren bei Tagesschluss unter 70,93. Heute sehr spannender Markt, den es zu beobachten gilt. Die Rohstoffe werden nicht mehr als Most Crowded Trade angesehen, sondern es sind die Big Tech Aktien. Kein Wunder, Apple nach einer langen Konsolidierungsphase von Januar, also Anfang des Jahres, bis ja dann eine bullischer Druckaufbau geschah im Mitte Juni, auf ein Allzeithoch gegangen, hat hier die Bodenbildung von März voll aufgefächert. Und hier wird es jetzt spannend sein zu sehen, ob die Aktie hier einen Top ausbildet oder eben auch nochmal einen Gang höher schaltet. Auch andere Big Tech-Aktien brechen nach oben aus. Wenn wir uns die Amazon anschauen, lange Seitwärtsbewegung und jetzt Ausbruch auf ein neues Rekordhoch. Das sind die Trades, die derzeit jeder macht. Und warum achten die Fondsmanager und insbesondere in der Umfrage, warum wird das gemacht? Warum wird da danach gefragt, welchen Trade denkt ihr machen zurzeit alle und welchen macht auch ihr? Deswegen, weil das antizyklisch sehr spannend sein kann, wenn jeder etwas macht, jeder denkt, oh ja, die großen Tech-Aktien steigen jetzt weiter, wenn alle denken, ah, die Rohstoffe steigen weiter, wenn alle denken, die Inflation ist ein Problem, dann ist es meistens schon das Thema von gestern an der Börse. Und man kann antizyklisch sich diese Märkte anschauen. Also genau das Gegenteil ist dann manchmal richtig. Insofern werde ich mir auch heute das Gegenteil anschauen, des Ausbruchs bei den Big Tech-Aktien. Ich werde mir das Gegenteil anschauen, der Inflationsgefahren. Was heißt das, wenn jetzt die Fondsmanager die Inflation nur als vorübergehend ansehen? Was hat das für Folgen? Wo können bei den Anleihen interessante charttechnische Entwicklungen erkannt werden? All das werde ich mir ab 9 Uhr anschauen im Livestream. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Ich wünsche allen schon mal einen erfolgreichen Handelstag. Bis später.